Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Darkiller und wir machen genau da weiter, wo wir letztens aufgehört haben, bei einem Gameplay von Assassin's Creed Odyssey. Das letzte Mal haben wir aufgehört bei der Festung. Also wir waren dabei, die Festung einzunehmen. Schauen wir schnell auf der Karte nach. Genau, da hat man die Festung. Also drei Gegner haben wir schon ausgeschaltet. Und Signalfeuer deaktiviert bzw. präpariert. Okay, Das der scheint erste jemand sucht verletzt zu nach uns sein. schon. Da Gut, liegt dann würde ich jemand. sagen, machen wir da weiter. Es war ein Hinterhalt. Das war wahrscheinlich ein Wenigstens bist du Hinterhalt. schnell gestorben. Ja, okay, der ist schnell gestorben. Da hast du recht, mein Freund. Gut, das war der nächste. Also mein Tipp am besten. So viele Gegner wie möglich lautlos ausschalten. In dem Fall haben wir jetzt drei Hauptmänner, also die ziemlich stark sind. Die kann man meistens nicht auf Anhieb ausschalten. Deswegen einfach die leichteren Gegner ausschalten und vorsichtig sein, dass man nicht erwischt wird. Dann kommt der nächste schon. Das ist er. Nein, das bin ich nicht. Okay, die haben uns entdeckt. Gut, meine Freunde, die haben uns entdeckt. Also gehen wir wieder alles. Die werden jetzt wahrscheinlich. Genau, natürlich kommt gleich alle her. Also, die werden jetzt natürlich versuchen, die Verstärkung zu rufen. Also Signalfeuer anzuzünden. Aber das haben wir im letzten Video präpariert. Das sollte nicht schaffbar sein. Sie sollten eigentlich. Das ist eigentlich explodiert der Gegner, wenn er dann versucht, das Feuer anzuzünden. So, natürlich alle gleichzeitig. Kommt's noch mehr? Natürlich. Gleich alle her. Oh, Schatzkiste. Eigentlich am besten nach dem Kampf aufsammeln, aber. Bringen wir es hinter uns. Ja, würde ich auch sagen. Bringen wir es hinter uns. Da, ich sehe ihn. Echt, es ist mich. Natürlich siehst du mich. Ich bin ja vor dir. Natürlich siehst du mich. So, gleich auf den zum Hauptmann. Ich wollte mir jetzt nicht den erwischen, aber. Ist doch egal. Eigentlich brauche ich Hilfe. Das ist ja unfair. Alle gegen einen. Angriff. Eigentlich ist Angriff die beste Verteidigung. Stimmt. Heute sterbe ich. Kann schon sein. Weil ich so viel Gameplay, was ich da mache, aber. Nicht bei euch, meine Freunde. Nicht bei euch. Okay. Gut. Den nächsten bekommen, jawohl. Oh, das war dein Fehler. Tritt in den Arsch. Okay. Der hatte keine Hämorrhoiden. So. Immer schön die Abwechslung von Nahkampf und Fernkampf. Gegner erleiden mehr Schaden durch Nahkampf, mache durch Fernkampf. Also zum Beispiel, wenn man gerade einen Bogenschützen vor sich hat, natürlich sofort auf Nahkampf gehen. Und der haltet nicht viel aus. Aber gerade bei so einem natürlich looten. Immer brav looten. Also bei so einem Bogenschütze haltet nicht viel aus, aber so Hauptmann gerade, da sollte man ein bisschen aufpassen. Vielleicht so eine Mischung aus Fern- und Nahkampf. Also um die Burg einzunehmen, also die Festung einzunehmen, müssen wir natürlich alle Gegner ausschalten. Dann die ganzen Gefangenen befreien. Das sind in dem Fall 5 Gefangene. Und die Kriegsvorräte verbrennen. Aber alles der Reihe nach. Zuerst kommen die Gegner. Deine Kameraden umbringen.
dich auch genauso. Das mache ich gerade, ja. Wo ist der nächste? Da ist er ja. Komm her, komm her. Ich werde die Ursache finden. Ja, du wirst an der Ursache sterben, mein Freund. So sieht's aus. Und Ursache gefunden, oder? Wieder looten. So. Überall Kriegshorde, die Violett, was Violett hinterlegt sind, das sind die Kriegshorde. Am besten zum Schluss verbrennen, weil so ein Riesenfeuer ist eigentlich immer auffällig. Obwohl bei der KI, was gerade in dem Spiel ist, muss nicht sein. Weil die schon ein bisschen dumm sind. So, haben wir schon alle. Rufen wir unseren Falken. Schauen wir mal. Da ist noch eine Schatzkiste in der Nähe. Da hinten haben wir noch einen Hauptmann. Gefangene, was sie befreien. So. Ja, okay, würde ich sagen. Befreien wir gleich unsere Gefangenen. Wenn sie schon da sind. Hey, meine Freunde. Bitte schön. Die nächsten. Raus mit euch. Darkiller ist da. Raus mit euch. Gut. Das ist dann erfüllt. 5 von 5. Wunderbar. Da läuft ein Gegner wieder. Den nehmen wir natürlich mit. Das war schön gerade. Jawohl. Dann läuft auch wieder einer. Aber zuerst nehmen wir den Freund da. Genau. Schöner Abschluss. Nehmen wir unsere Schatzkiste mit. Was gerade auf dem Weg ist. Da müssen wir später nicht nochmal her. So. So, mal da. Schlaft da gerade einer? Oh, Schweine. Alle Schweine. Oh. Der eine ist hin. Okay. Was können wir denn einen haben? Oh, durchsuchen. Lass mal den laufen. Oh, cool. Gut, dann nehmen wir den Freundchen mit, der gerade schlaft. Weil seine Kameraden sind alle schon fast tot. Und er schlaft. Nehmen wir den auch noch mit. Schlaf schön. Brav. Und die nächste Schatzkiste. Also Schatzkisten nehme ich immer mit. Das braucht man ja. Mit zweimal sagen. So, schauen wir, wo unser Hauptmann jetzt ist. Oh, Gegner, hallo. Hey, nicht weglaufen. Gut. Okay, hat sich nicht gewehrt. So, machen wir später. Suchen wir unseren Hauptmann. Da oben ist er. Ist echt super, wenn man Leuchtfeuer deaktiviert, dann hat man eigentlich ein ruhiges Spiel. So, hallo mein Freund. Schnell noch ein Finisher Move. Wunderschön. So wollten wir es haben. Durchsuchen natürlich. So, was fällt uns noch? Also auf die L3-Taste drücken, also auf der PS4 zumindest. Genau, drei Kriegsvorräte noch. Da finde ich schon den ersten. Also ich zocke das Spiel aktuell auf der PS4. Und die ganzen Tastenkombinationen, was ich erwähne, ist immer für die PS4. Geht aus, verdammt! Also falls ihr das Spiel
auf der Konsole, also sprich auf der anderen Konsole, Xbox oder auf PC zockt, einfach nicht drauf achten, was ich sag, weil es nur die Tastenkombination für PS4 gerade ist. So. Da hätten wir den nächsten schon. So weit weg. Ich hätte mir davor machen können, aber. Das ist auch gut. Und verbrennen. Ja, Scheiße! Das Verbrennen muss man aufpassen. Da steckt man sich selber ziemlich schnell ins Brand. Haben sie nicht so gut durchdacht. Jawohl. Sicher, Feuer kann man nicht so genau kontrollieren. Das kann man nicht vermeiden. Jawohl. Und den letzten. Jetzt müssten wir Ort abgeschlossen haben. Ort abgeschlossen. Wunderbar. Erfahrungspunkte eingesammelt. Und die Festung gehört jetzt uns. Schauen wir mal auf die Karte. So, genau, Festung eingenommen. Ich würde mal sagen, schauen wir mal auf dem Gebiet, ob wir da noch was offen haben. Ist auch schon erledigt. Grabmal. 0 von 1, schauen wir mal rein. Weil dann wäre es. Okay, Militärlager. Da könnten wir noch reinschauen. So, ja. Da würde ich sagen, schauen wir mal ins Grab mal rein. Damit wir auch den Ort eigentlich abschließen können. So, wo ist unser Einhorn? Genau, aufwarten, aufsteigen. Ab geht's. Ich will gerade was wir im nächsten Video machen. Entweder machen wir weiter mit den Festungen, dass wir die nächsten Festungen einnehmen. Oder vielleicht ein, zwei Söldner besiegen. Dass sie endlich auf Rang 2 aufsteigen. Das überlege ich dann noch. Auf jeden Fall, falls euch das Gameplay von mir gefällt, einfach das Video liken, kommentieren, teilen, meinen Kanal abonnieren. Es kommt in der nächsten Zeit sehr viel Gameplays noch, oder beziehungsweise komplette Let's Plays auf euch zu. Ich bin gerade auch am überlegen, was ich als nächstes dann für ein Projekt starte. Aber gerade im Weg einfach mitnehmen. Genau, ich überlege, was ich für ein Projekt starte. Entweder mache ich ein Let's Play, also Battlefield 5. Das ist gerade interessant. Oder was anderes, was in der nächsten Zeit dann neu erscheint. Müsste ich mal kurz anschauen, was dann interessant ist. Heute stirbst du! Heute sterbe ich nicht, sondern du. Also ich würde mir überlegen, falls ich als nächstes für ein Projekt starte. Assassin ist jetzt eigentlich so ziemlich mein erstes Projekt auf dem Kanal. Ist zwar kein Let's Play, aber nachher der Gameplay werden wahrscheinlich insgesamt mal schauen, so 10 Videos sein wahrscheinlich. Und natürlich, wenn euch das Ganze interessiert, mache ich auch ein komplettes Let's Play vom Assassin. Aber falls nicht, am besten schreiben in die Kommentare, welches Spiel euch interessiert, dann mache ich ein Let's Play von einem Spiel, was ihr haben wollt. So. Okay, wo sind wir da hin? Was gibt's da Schönes? Einsammeln. Einsammeln. Antike Steine, okay. Wo finden wir die Steine?
Was ist da? Ja, nein, das war's nicht. Llegó a la casa. Auch nicht. Okay. Wo haben sich unsere Steine versteckt? Schauen wir mal. Auch nicht. Okay. Sollte eigentlich da sein. Was haben wir da? Don Nippion Pies. Ja, ich hab grad kein Wort verstanden. Oh, Fei. Okay, ich seh grad da. Entweder bin ich grad blind oder ich seh grad nix. Was war da in dem Zwischenraum? Ich sehe keine antiken Steine. Hey, mein Freund, wo sind hier die Steine? Er will euch nur ausrauben. Müsste eigentlich da sein. Okay. Also ich bin gerade sowieso das erste Mal in so einem Grab mal drinnen. Deswegen müssen wir vielleicht Feuer anzünden. Feuer! Scheiße! Mann! Ja. Nein! Mach das aus! Aus! Das ist jetzt eine gute Frage. So, unser Feuer brennt, aber sind keine Steine da. Oh, da wieder rein. Ja, geht doch. Steckt dieses Ganze. So. Also in diesem Video holen wir noch die antiken Steine und. Oh, Schlange. Feuer. Feuer hilft. Also da unten, glaube ich, kann man nicht durchgehen. Sich gut versteckt. Sieht schon besser aus. Müsste in der Nähe sein. Also die antiken Steine holen wir noch in diesem Video und dann würde ich das Video auch beenden, dass wir dann mit dem nächsten starten können. Und dann sagt es einfach zu mir, interagieren. Okay. Sieht interessant aus, was ihr da gerade macht. Oh, das war's. Gut. Ort abgeschlossen. Oh, eine Schatzkiste. Oh, Schlange wieder. Schlange, komm her. Durchsuchen. Wunderbar. Können wir da auch dann wieder raus? Eigentlich? Wieder eine Schlange. Gehst viel zu mal alles mitnehmen. Gibt's da noch was? Ja, scheint gewesen zu sein. Ja. Gut, dann gehe ich mal da wieder raus.
Und man kann das Video auch beenden. Mal schauen, was wir dann. Ich glaube, im nächsten Video machen wir weiter mit die Söldner, dass wir endlich auf Rang 2 aufsteigen. Und irgendwann mal wird natürlich auf Rang 1. Anscheinend wartet uns eine coole Belohnung, wenn wir auf Rang 1 dann sind. Aber das wird nicht gerade so leicht. Aber schaffbar für uns. Gut, wir werden dann draußen. So. Was, meine Freunde? Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.